Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe hier für eine Generation der Chancenverwirklicher, als Vertreterin, als Frau, als Politikerin, die Chancen ergreifen und ermöglichen möchte, die Chancengerechtigkeit fordert, verteidigt und sich dafür einsetzt und die Chancenverwirklichung voranbringen möchte. Alle sagten immer, das geht nicht, bis eine kam, die nichts wusste und es einfach machte. Das ist die Generation der Chancenverwirklicher, meine Damen und Herren. Sie will kein Gegeneinander, sondern sie will ein Miteinander der Geschlechter. Sie will die Potenziale bestmöglich entfalten, und zwar unabhängig vom Lebensbereich. Und sie will schließlich eine Kultur, ein Umfeld, das genauso modern und fortschrittsoffen ist wie die Welt, in der wir wohnen. Frauen und Männer sitzen doch eigentlich im gleichen Boot, egal ob es darum geht, Karriere zu machen oder wie man sich die Elternzeit aufteilt. Aber besonders bedeutend wird es, wenn beides zusammenkommt. Wenn es heißt, immer noch zu oft, entweder oder, du oder ich, Familie oder Führungsposition. Wir Freie Demokraten wollen beides. Wir wollen echte Wahlfreiheit für Eltern, für Familien, für Mütter, für Väter, für jeden und jede Einzelne. Das ist das, was Chancenverwirklicher tatsächlich wollen. Wir alle haben unterschiedliche Talente. Diese frühzeitig zu erkennen und zu fördern, und zwar völlig unabhängig vom Geschlecht und von Rollenstereotypen. Das ist ein Anfang. Aber auch die Antworten von morgen werden eines entscheidend mitbrauchen, nämlich die MINT-Bildung. Mathematik, Informatik, Natur und Technik, Forschungsgeist, Lösungsentwicklung, Technologienutzen. All das ist das Potenzial, was wir so sehr nutzen sollten, wenn wir weiterhin Vorreiter werden wollen. Und es ist auch entscheidend, wie wir dabei die Frauen und die Mädchen entsprechend auch davon begeistern können. Denn eines weiß ich, sie können es. Die Frauen, die ich im Ingenieurstudium immer begegnet bin, die waren super smart, aber viel zu wenige. Und genau das ist der Punkt. Es waren viel zu wenige. Wir brauchen viel mehr. Dort müssen wir ansetzen. Andere Länder machen es uns vor. Wir brauchen also Chancenverwirklicher, brauchen ein gutes Talentmanagement, strategisches Befördern statt wohlmeinendes Fördern. Das brauchen wir. Wir brauchen einen Pool von Talenten, aus denen die Wirtschaft, die Politik, die Parteien, aber auch die Unternehmen schöpfen können. Und meine Damen und Herren, wenn wir tatsächlich das hätten und wenn wir eine nachhaltige Lösung hätten, dann bräuchten wir heute keine Diskussion über Parität oder Quoten. Denn was hilft uns denn eigentlich ein Paritätsgesetz, wenn wir auf kommunaler Ebene Frauen gewinnen wollen? Oder was nützt uns eine Vorstandsquote, wenn es immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist? Wir sind in einer dynamischen, vernetzten und hochkomplexen Welt. Die ist so vielfältig und so von Veränderungen geprägt. Starre Quoten für ein Geschlecht, das passt doch gar nicht zusammen. Die Berufe und die Teams, die arbeiten unglaublich unterschiedlich. Die Art und Weise ist unterschiedlich, viel vielfältiger. Und auch Digitalisierung unterstützt es weiterhin. Frau Kollegin Bauer, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin von Storch? Gerne am Ende. Darin liegen tatsächlich die vielfältigen Chancen. Flexibles Arbeiten, unabhängig von Ort und Zeit, bessere Aufstiegschancen für ein lebenslanges Lernen und mehr Selbstbestimmtheit und Freiraum. Diese unterschiedlichen Phasen und Rollen im Leben wahrzunehmen. Lassen Sie uns also die Chancen ergreifen und ermöglichen. Lassen Sie uns nicht warten. Lassen Sie uns unseren Beitrag dazu leisten, dass es bei uns in den Köpfen, in einzelnen Parteien, in unserer Politik ankommt. Als freie Demokratin bin ich Fortschrittsoptimistin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es uns so und nur so gelingen kann. Dankeschön.